Alright, wir haben jetzt noch was, Chat. Wir, Basti und ich haben mal vor, keine Ahnung wann, vor einer grauen Zeit von Herr Bergmann die Anfrage bekommen, ob wir Lust haben, in einem Video von ihm eine Stimme zu sprechen. Und eventuell habe ich es ein bisschen vor mich hingeschoben, aber wir haben es irgendwann gemacht. Basti hat mich gezwungen, dass wir es an einem Tag gemacht haben, weil er meinte, wir können Herr Bergmann nicht warten lassen. Und hat mir dann immer so traurige Skins von ihm geschickt und meinte so, wir können ihn nicht warten lassen. Und dann irgendwann haben wir es gemacht. Und Basti und ich sind dabei. Das hier war der Trailer. Den haben wir auch schon einmal geguckt. Können wir nochmal ganz kurz gucken. Hey Leute, ich begrüße euch herzlich vom Set meines neuen Films. Kommt, ich führe euch mal rum. Ja, da sind wir auch ganz was drin. Da können wir kurz den Anfang mal schauen. Hier sind wir im Backstage-Bereich, in dem die Darsteller für ihre Szenen vorbereitet werden. Na? Ich muss euch mal, wenn Basti damit auch cool ist, dann muss ich euch mal die Uncut-Version zeigen. Hi! Wir gucken das Video, let's go! Minecraft präsentiert das Anzeigen-Hauptmeister-DLC mit jeder Menge neuer Items und Herausforderungen. Oh Mann, noch ein Anzeigen-Hauptmeister-Video. Okay, wir gucken mal. Schnapp dir die schicke gelbe Jacke. Geil. Schwing dich auf dein brandneues Fahrrad und kontrolliere ab sofort auch deine Nachbarschaft auf sündige Regelbrecher und Falschbauer. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung? Ihnen ist schon bewusst, dass dieser Brunnen hier den Weg versperrt, oder? Das muss ich leider melden. Mit dem neuen Handy-Item übermittelst du deine Anzeige direkt vor Ort an die zuständigen Behörden. Anzeige ist raus. Sehr geil gemacht. Schönen Tag noch. Tüdelü. Und jetzt wird's richtig abgefahren. Dumme Idee. Hast du deine private Spielwelt erfolgreich abgesichert? Oh oh. Puh. Bist du bereit? Für den Multiplayer. Digga, der Bro macht einfach einen besseren Trailer als Minecraft selber. Real Talk, noch nie kam von Minecraft so ein geiler Trailer. Was ist das für eine Scheiße? Hallo. Hey ho, alles cool? Besuche mal wieder deine Lieblingsserver. Komm, wir zocken eine Runde Tri-Jump. Oh ja, los geht's. Schon wieder so ein Scheißkopf! Und lokalisiere nun auch weltweit rücksichtslose Mitspieler. Oh mein Gott! Das unten ist! Alter, geile Challenge! Ist das kacke? Das Ding ist, ihr müsst euch halt, Alter, das wenig. Ihr müsst euch halt auch vorstellen, wir. Und Dena! Wir wussten nicht, für was wir halt hier das Ganze machen. Ne? Wir haben einfach nur einen Skip bekommen. Da stand nicht drauf, was die Situation ist, sondern einfach nur, was wir sagen sollen. Das heißt, ich sehe das gerade auch zum ersten Mal. Ich wusste gar nichts davon. Weltweit rücksichtslose Mitspieler. Wer als erstes unten ist. Alter, geile Challenge. Das ging crazy, ja. Yo, was geht? Sie wissen schon, dass das blinde Herunterbauen nicht nur verboten, sondern auch gefährlich ist, oder? Das muss ich leider melden. Hä? Yeah. Wie groß ist bitte dieses Handy? Bro, warum ist das so riesig? Digga, wie telefoniert man damit? Triffst du auf besonders schwierige Mitspieler? Bro, what the fuck? Wer ist er? Wer ist er? What the fuck? Warum bin ich ein schwieriger Mitspieler, Herr Bergmann? Was ist da los? Oh mein Gott, ey, ist das dumm. Warte, wir müssen nochmal kurz zurückspulen. Findet ihr, ich sollte diesen Skin anstatt dem Feuermagier nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der sieht überfresh aus, aber der Feuermagier ist halt legendary, Bro. Er ist legendär. Eigentlich habe ich immer gesagt, ich kann ihn nicht switchen, aber der sieht echt cool aus. Ich lasse ihn mir mal von Herr Bergmann schicken. Ich schreibe das mal Basti. Hä? Yeah? Wie groß ist bitte dieses Handy? Bro, warum ist das so riesig? Digga, wie telefoniert man damit? Christoph, besonders. Das Ding ist, wir haben halt auf Ernst gelacht, weil wir jetzt einfach, wir haben das so dreimal hintereinander aufgenommen und es wurde immer dümmer. Mit jedem Mal haben wir uns einfach mehr weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob Basti seine Aufnahme hat. Hi Bro, was geht? Du kannst das nicht bringen, Kevin. Du kommst. Meinst du, ich bin mir nicht sicher, wenigstens für ein Video oder so? Du kannst jetzt nicht auf einmal der Coole sein. Du bist der Feuermagier. Mann, ich will aber nicht mehr der Feuermagier sein. Doch, Kevin, das hast du dir halt vor vielen, vielen Jahren eingebrockt, das Ding. Muss ich? Ich kann ihm schreiben, okay? Aber, also Real Talk, ich will mal für eine Basti-Challenge nicht der Feuermagier sein. Ja, der Skin ist halt wirklich sehr gut. Er ist halt so gut, dass man sagen könnte,
es ist mal okay, dass du ihn vielleicht wechselst. Genau, das ist das Ding. Das ist der beste Papa Platte Skin, den es je gab, der aussieht wie ich. Ich finde, das ist sogar ein Skin, ich würde sogar so weit gehen, wenn man den Skin sieht, erkennt man mich. Also ohne, dass mein Gesicht auf einem Thumbnail drauf sein müsste. Schon. Das stimmt schon. Und dann, musst du für immer blond bleiben. Du musst für immer blond bleiben. Ja, muss ich laut Hugo sowieso. Hugo, also ich habe auch letztens in meiner WhatsApp-Gruppe gefragt, ob ich wieder braune Haare machen soll. Und Hugo hat mir dann bei WhatsApp privat geschrieben und meinte, ich kann es auf gar keinen Fall machen, weil Hugo verfolgt die Theorie, dass wenn ich wieder braun mache, bin ich wieder ein Fell-Off. Das Ding ist, es läuft halt seit blond. Blond ist so das Comeback, also das 2023 Comeback, und irgendwie ist da was dran. Das Ding ist halt, was man ganz klar sagen muss, blonde Haare bei Männern fällt halt mega auf, ne? Also das, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, ich glaube nein, aber... Das ist so auffällig einfach. Bro, das ist crazy, wie oft. Also Norex hat auch gesagt, der ist ja jetzt nicht irgendwie crazy mehr famous geworden oder so. Der wird so viel mehr angelabert, seitdem er blonde Haare hat. Ja, hat er auch zu mir schon gesagt. Ja, vielleicht macht man sich auch ein bisschen zu wuschig oder so. Aber also jetzt auch unabhängig davon, es steht ja halt einfach wirklich gut. Ich meine das immer ernst, wenn ich das sage. Ja, ich brauche nur halt einfach mal, es ist halt anstrengend. Und ich brauche halt einen Friseur, der mich alle zwei Wochen nachfärben kann, ne? Weil sonst, also Bro, in der Kamera sieht man es wirklich nur teilweise. Es sieht in Real Life so unfassbar beschissen aus. Das ist crazy. Digga, da sind wirklich 16 verschiedene Gelbtöne in meinen Haaren drin. Das ist krass. Ich gehe jetzt als nächstes zu dem Friseur von Revi und Gott bless, Bro, dass der gut ist. Ich meine, du hast halt wilde Zeiten auch mit den Haaren einfach durch. Ne? Da ist man, also momentan ist man... Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaube, diese Haarpsychose wird nie enden, Bruder. Ich glaube, die wird nie enden. Ich glaube, es wird immer wieder was sein. Aber ganz ehrlich, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich denke auch, aber es ist momentan deine Prime. Es ist momentan dein Peak. Aber ich weiß nicht, ob da so, das ist jetzt die roten Haare. Achso, mit Haare meinst du jetzt? Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das Beste, was ich je hatte. Ich finde, es fittet halt so krass auch mit Mittelscheitel. Ja, I guess. Oh, du klingst ein bisschen skeptisch. Was ist denn los mit dir? Hast du keine Konfidenz? Ich bin Papa Platte, ich bin Boss. Ich bin an einem Level angekommen in meinem Leben, wo ich jetzt endlich cool sein will. Oh Gott. Das war der uncoolste Satz, den es je gab, Bro. Alter, du hast es mit so einer Hundestimme gesagt. Ich bin an einem Punkt angekommen. Nee, aber cool, es ist schon so. Ich will endlich nicht mehr so ein Hurensohn sein, Bro, der immer so zwei Monate mit so Hurensohn-Haaren rumläuft, weißt du? Ja, Bro, vielleicht, also ich glaube, da müssen wir nicht nur bei der Optik anfangen. Also. Jo, super. guckst du auch gerade das Herr Bergmann-Video? Ich hab's gestern schon gesehen, aber du hast es noch nicht komplett einmal geguckt, ne? Nee, wenn du willst, können wir es noch weiter zusammen gucken. Ja, warte mal, ich übertrage dir. Ja, mach ich. Dann gehe ich nochmal ein Stück zurück, bevor unsere Szene kommt, und dann gucken wir das nochmal. Okay, das ist so geil, das ist so... Bro, das ist wirklich geil, ne? Ja, es ist halt auch unfassbar professionell gut umgesetzt. Ja. Alright, ja. Spiel ab. Ich versuche nicht so laut zu sein. Entschuldigung. Jo, was geht? Sie wissen schon, dass das Blinde herunterbauen nicht nur verboten, sondern auch gefährlich ist, oder? Das muss ich leider melden. Achso, warte. Da, so, hier. Und wieder so ein Scheißkopf. Und lokalisiere nun auch weltweit rücksichtslose Mitspieler. Ich find's geil, dass wir vor allen Dingen ich der rücksichtslose Mitspieler bin. Das ist wild. Bro, hast du schon erzählt, wie das bei uns ablief mit dieser Audio? Ja, wir müssen gleich, lass gleich am Ende nochmal noch mal so zeigen, wie die war. Ja. Alter, geile Challenge! Entschuldigung. Jo, was geht? Sie wissen schon, dass das Blinde herunterbauen nicht nur verboten, sondern auch gefährlich ist, oder? Das muss ich leider melden. Wie groß ist bitte dieses Handy? Bro, warum ist das so riesig? Digga, wie telefoniert man damit? Triffst du auf besonders schwierige Mitspieler? Das fand ich, das ist frech. Das ist frech. Das ist dreist. Herr Bergmann, was ist hier passiert, Bro? What the fuck? Ja, guck mal mich gleich an. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, der ist auch crazy. Den Spielspaß einfach durch das Hinzuziehen der Polizei. Hier gibt's eine kleine Entwicklung. Oh shit, GTA. Das ist so low-key, so ein Minecraft Mr. Beast Video einfach. Hallöchen. Komm mal runter. Alter. Was ist denn jetzt los? Hey, was soll die Scheiße? Scheiße? Kannst du kurz pausieren? Es gibt eine ganz schlimme Sache. Ja. Er hat meine Augen verändert. Oh, ich gucke nicht nur zu einer Seite, ich schiele. Ich gucke in die Mitte und es sieht bei meinem Skin so unfassbar schrecklich aus. Hallöchen. Oh,
Guck dir mal bitte in dem Frame. Alle Minecraft-Charaktere, du ja auch, gucken ja auch in die Mitte. Wenn ich das mache, jede Coolness aus meinem Minecraft-Skin ist gelöscht. Digga. Vor allen Dingen bei dem Screen hier, ist es ganz überhart. Ja. Hä, ich weiß nicht warum, das sieht aus, als wären deine Augen weiter auseinander als bei mir, aber sind die ja gar nicht. Wie komisch, ja. Bei mir sieht das voll normal aus, bei dir sieht das so weird aus. Ich glaube, weil es keine Augenbrauen gibt. Ich glaube, es sind die fehlenden Augenbrauen. Ja, kann ja sein. Dann mach Augenbrauen, Bruder. Ich sag, mach Augenbrauen. Nein, ich bleib so, ich bin nein, perfekt. Nein, also, es ist mein Zeit, Bruder, wenn ich ändere, musst du auch. Nein, oh. Ich sag ehrlich, Digga, mach Augenbrauen und einen Mund. Bro, es würde so scheiße aussehen. Mein Skin, mein Gesicht wird nicht angefasst. Das ist... Oh, Mann, ey. Herrlich, herrlich. Seine Augen sind zu tief. Sind die tiefer als bei mir? Nee, ne? Doch. Ja, 3 Pixel oben, deine sind 4. Ja, okay. Alter! Was ist denn jetzt los? Hey, was soll die Scheiße? Scheiße? Das ist der Geruch von Gesetz und Ordnung. Gewöhnt euch dran. Ich hab nix gemacht. Los! Hey, Finger weg! Halt's Maul. Ja, okay. Guck mal ganz kurz, das war einfach aus dem Off. Ja. Das war gar nicht, das war einfach nur aus unserer Uncut-Variante. Einfach was rausgenommen, okay, ne? Ja, du hattest mir, glaube ich, irgendwie geantwortet, aber das hat Bergi so gut reingemacht. Es ist so authentisch. Besser hättest du es nicht schauspielern. Ja, weil es ja gar nicht geschauspielert war, ja. Quasi, ne? Übelst geil. Ja. Übelst geil. Das war geil, weil wir haben einfach durchlaufen lassen. Ich will's nochmal sehen. Los! Hey, Finger weg! Halt's Maul. Ja, okay. Und sie sind. Oh, heikle Situation. Aber keine Panik. Du bist juristisch einwandfrei abgesichert mit dem super coolen Blitz-V-Schild. Alles klar. Schönen Tag noch. Das Anzeigen-Hauptmeister-DLC für Minecraft. Jetzt erhältlich. Ich will zu meiner Mama. Die Super-Anzeigen-Hauptmeister-Hardcore-Edition. Schalte einen Gang höher und steigere den Schwierigkeitsgrad durch neue feindliche NPCs. Mach dich ab, du Vogel. Und die Anwesenheit eines Kamerateams, das dich für einen lustigen Beitrag zur Hetze freigibt. Hä? Viel Spaß. Endlich das Update. Ich stehe in keiner offiziellen Verbindung zu Minecraft-Programm der Microsoft. Bitte verteidigen, nicht danke. Bro, das ist überkrass gemacht. Schreibt jetzt und in die Kommentare, was Minecraft-Update ist. Bro, das ist wirklich sehr, sehr krass. Alright, wollen wir jetzt noch kurz einmal unsere Uncut-Sachen zeigen? Sind die, hatten wir da irgendwas Verbotenes gesagt? Ich glaube nicht. Ja, oder? Ich habe da rechte Parolen gesungen. Imagine. Ja, ja. Nee, ich glaube, es sollte passen. Imagine, Bro, wir nehmen per Bergmann sowas auf und auf einmal kommt so richtig schlimme Sachen. Okay, habe ich Audacity? Ja. Okay, pass auf, wir machen das in einem professionellen Tool. Oh nein, machst du das in Audacity? Ja, das kriege ich das hin, Alter. Aber pass. Hier. So hat das Bergi dann auch, by the way, gemacht. In Audacity? Ja, der hat die da reingeknallt, zack, nee, zack. Ja. Dann, wir rattern einmal durch, vielleicht machen wir 2 Durchläufe und am Ende improvisieren wir nochmal die einzelnen kleinen Sätze. Josen. Okay. Josen. Wer als erstes unten ist. Alter, geile Challenge. Machen wir nochmal einfach direkt, oder? Ja. Mann, so komisch, das nochmal zu hören. Wer als erstes unten ist. Alter, geile Challenge. Sollen wir einfach noch, lass noch ein dritte machen, komm, why not? Wer als erstes unten ist. Alter, geile Challenge. Mann, Junge, es ist so scheiße. Das war deine Idee, dass wir das jetzt nochmal on-stream abspielen müssen. Ja, aber ich... Also, jetzt müssen wir da durch, wir müssen jetzt schon da durch. Ich würde gerne mal was Größeres synchronisieren. 2, 1... Nein, jetzt, ich hab den falschen gedrückt. Oh nee. Wer als erstes unten ist. Alter, geile Challenge. Das ist scheiße, ey. Sollen wir einfach noch, lass noch ein dritte machen, komm, why not? Wer als erstes unten ist. Alter, geile Challenge. Man merkt, dass wir hier so hier hinten reingekommen sind. Guck mal, es wird hier viel mehr Ausschlag hinten. Ja, ja. Wir mussten warm werden. So staubtrocken. Yo, was geht? So, soll ich das so sagen? Ja, ja. Yo, was geht? Yo, was geht? So scheiße. Yo, was geht? Yo, was geht, Mann? Yo, was geht? Also gerade einer dabei. Ja, safe. Mal schon, oder? Ist das komisch. Ja, den Anzeigenhauptmeister sprechen wir nicht, ne? Nee, genau. Dann. Oder soll ich so, ich mach nochmal so ein bisschen fragen und so. Yo, was geht? Ja, mein Digga, das ist so scheiße. Ja, der war top, Kevin. Der war nochmal ganz außergewöhnlich. Jetzt lachen wir.
Also wir kriegen uns nicht mehr ein. Also du musst jetzt lachend mich fragen, wie groß dieses Handy ist. So ein bisschen Tucker-mäßig. Hä? Wie groß ist bitte dieses Handy? Bro, warum ist das so riesig? Ey, die haben den First Try genommen, ne? Wie telefoniert? Die, glaube, den, ja, die ja. haben den First Try genommen. Digga, wie telefoniert man damit? Ach, direkt nochmal. Aber wir sollen schon so lachen, ne? Ja, ja, das steht da. Ey, Bro, wie groß ist bitte dieses Handy? Das erste macht viel besser. Warum ist das so riesig? Digga, wie telefoniert man damit? Hä? Warum ist das so riesig? Das ist so komisch. Das Digga, wie telefoniert man damit? Warum, hä? Ist das so riesig? Hä? Wie groß ist dieses Handy, bitte? Das ist so kacke, Bro. Das ist so kacke. Das Ding ist, ich weiß nicht, welcher, was sie gerade lacht. Der von dieser Aufnahme oder der Discord? Ja, ich glaube, das ist für Zuschauer noch verwirrender, ja. Ja, weil man dich ja nicht mal sieht, Digga. Das ist ja überkomisch. Die bitte. Okay, top. Ja, ich glaube, wir haben es, oder? Okay, dann lass jetzt nochmal diese Impro setzen. Ich glaube, die müssen wir. Wir werden jetzt halt von der Polizei abgeführt. Oh ja, stimmt, das kann man. Ne, jetzt ist es ernst, jetzt lachen wir nicht mehr. Ey, was ist denn jetzt los? Finger weg! Hä? Bro, du wirst doch ab. Finger weg ist crazy. Finger weg! Finger weg! Ey, was ist denn jetzt los? Finger weg! Hä? Bro, du wirst doch abgeführt, der ist doch nicht 5 Meter, also der ist doch neben dir, nicht so 10 Meter weg. Finger weg! Ja, okay. Ich will zu meiner Mama. Oh, ey, Finger weg! Ey, Finger weg! Ey, Pfoten weg! Ich hab nix gemacht! Ey, was soll denn die Scheiße? Ich hab wirklich nichts gemacht! Alter, wir haben überhaupt nichts gemacht, Mann! Pass auf, fass mich nicht an! Junge, fass mich nicht an, lass mich los! Was ist jetzt los? Pfoten weg, Digga. Ich schwöre, ich hab gar nichts gemacht. Bro, das ist der most sus. Der most sussy Satz, Bro. Ich schwöre, ich hab gar nichts gemacht. Digga, das würde nur so jemand sagen, der was gemacht hat. Real Talk. Oh mein Gott, ey. Was ist da noch passiert? Ich schwöre, ich habe gar nichts gemacht. Lass mich los. Ist das schlecht? Das ist viel schwerer als das andere. Ey, Notti, was würdest du sagen, wenn man jetzt so, die Polizei wird dich abführen, was würdest du so sagen? Wir müssen eine Impro-Sache machen. Gib mir alles, aber nicht den Pokal. Stimmt, nur jetzt kam ja auch noch rein. Herr Bergmann, wie, was ist das für ein Setting? Pfoten weg! Okay, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, es passt. Ich würde hart gehen, wenn Basti ACAB einmal sagt. Ja, das ist Norex halt wieder, Leute. Ja, Norex halt wieder. Ja, halt Offstream. Kevin, ja, Bro. Ich habe den Skin. Alright, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Kevin, Papa, Platte. Bro, es ist weird, aber irgendwie cool. Es ist irgendwie komisch, ich weiß nicht. Nee, es passt schon. Es passt schon. Ist schon cool. Du fuckst mich schon ein bisschen ab, wenn ich dich sehe. Ja, das ist ein gutes Zeichen, sagst du? Ich glaube, das ist ein richtig gutes Zeichen. Boah, ich weiß nicht, Chad, was denkt ihr? Ich sag dir halt auch ehrlich, es war halt davor mit. Dein alter Skin war ja an sich auch gut. Es ist irgendwie komisch, aber irgendwie ist es cool. Okay, okay. Du siehst nackt aus, hast aber keine Haare. Bruder, das sieht so scheiße aus. Mit Rüstung ist Arsch. Aber ich sag dir so viel, es gibt manche Rüstungen, die sehen halt einfach immer ein bisschen quatschig aus. Weil guck dir mal zum Beispiel meinen Skin mit dem an. Ja, der ist wild, das stimmt. Wie sieht es von mir aus dann? Schick mal, gib mal. Ja, der sieht jetzt allgemein nicht so cool aus, der Helm, ne? Das stimmt schon. Ja, scheiße, ich weiß nicht, Mann. Was machen wir, Chat? Ich sag dir aber ehrlich, also es wird keine Möglichkeit geben, einen Minecraft-Skin mehr noch nach dir aussehen zu lassen, nach Real-Life-Kevin. Mehr wird nicht möglich sein. Ich weiß nicht, also die einzige Angst, die ich habe, ist, also wie eingeprägt haben Leute sich den Feuermagier für YouTube-Thumbnails? Ich glaube gar nicht, oder? So viel Minecraft habe ich ja nicht hochgeladen. Also bei dir, wenn du deinen Skin jetzt komplett ändern würdest, wäre mega fatal. Ja, auf jeden Fall. Also würdest du ja auch nicht machen, aber... Das fand ich damals bei Unge ganz schlimm, als er von diesem Schlee-Skin auf diesen Menschen gegangen ist. Weiß ich nicht mehr. Boah, doch, du kennst den Schlee-Skin, oder? Die Leute wissen, was ich meine. Ja, wenn ich das sehe, 100 Pro. Und dann ist er irgendwann auf diesen hier gegangen. Boah, Alter. Ah, okay, fand ich aber beide cool.
Ja, also der andere ist ja auch noch sehr ähnlich dazu. Alter, aber der erste krass, Junge, das ist OG-Shit, Mann. Krass. Boah, ja, was machen wir? Ich sag dir ehrlich, also wenn du sagst, du willst deinen Skin ändern, dann musst du halt einen radikalen jetzt einfach dann machen und sagen, okay, ich lass es jetzt so. Okay, warte. Ich komm noch mal mit dem Magier. Ich mach einmal kurz zu und ich komm noch mal mit dem Magier. Wir gucken, ob sie es richtig anfühlt. Es wird sich halt, wenn mit der Zeit halt so einbürgern. Du kannst ja deine Klamotten auch noch ändern, ne? Du meinst, ich kann bei Name MC jetzt sehen, was ich da für Skins hatte? Genau, du kannst Name MC gehst du auf dein Profil und dann siehst du da deine History für die Skins, die du mal drin hattest. Und dann kannst du... Ja, und ich kann den Download nicht sehen. Genau. Okay, Digga, okay. Da ist auch noch der andere, der ja dann natürlich gar nicht so aussieht wie mein Skin. Oh, true. Das ist, ja, oh mein Gott, Chad, wisst ihr noch diese Psychose, wo Basti meinte, der eine Skin sieht aus wie seiner? Bro, das war der hier, Chad. Nee, der sieht gar nicht aus wie ich. Bro, also 0%. Also ich check, was du sagst, die Augen, aber das, der Rest halt nicht. Nein, das finde ich immer noch, das ist immer noch krass. Wie du das auch gesagt hast, das war so, als wäre ich der größte Wichser, weil das jetzt... Also Basti hat nicht gesagt, dass es ein bisschen so aussieht, sondern Basti hat gesagt, es ist 1:1 ein Skin. Nur andere Haare oder so, Bro. Und das finde ich crazy. Das finde ich verrückt. Okay, ich adde den anderen wieder. Warte. Feuer, Magier, OG. Nee, das ist nicht der. Ah, hier ist er auf dem Desktop. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich, Basti. Der fühlt sich schon besser an. Ja, Kevin, ich... Bei dir passt das halt auch einfach ein bisschen besser, dass du halt einfach so einen Scheiß-Skin hast. Also das, so, du kannst ja irgendwie keinen ästhetischen Skin haben. Finde ich auch. Finde ich eigentlich auch. Okay, ich komme nochmal Server. Wir müssen uns das nochmal ganz kurz angucken. Aber für solche Videos jetzt wie bei Bergi hat das schon sehr viel Sinn gemacht, fand ich, dass er den Skin jetzt vielleicht nicht genommen hat. Weil ja, 100 Pro. War schon besser. Ja, 100 Pro, fürs Video war es besser. Bro, ich muss der bleiben. Ich muss, der fühlt sich richtig an. Das ist halt auch irgendwie gerade ein Iconic-Bild hier, ne? Ja, ich sag dir ehrlich, ich finde, das ist ein klassischer Fall von die Imperfektion eines Menschen macht ihn erst perfekt. Wow. Weißt du, ich meine, der Skin ist scheiße, aber der ist einfach, das macht's einfach perfekt. Ja, for real. Also ich sag dir auch ehrlich, das kannst du, es ist zu lange dein Skin. Mach die T-Pose. Ah nee, ich hab kein Bettlein gerade, ich stand ohne Bettlein. Ich muss ihn behalten. Ich behalte ihn, Chad. Ich behalte ihn. Papa Platz hat ein Problem. Weil ich sag euch ehrlich, ich glaube, wenn ihr den Change oder diese Sache nicht fühlt, dann seid ihr wahrscheinlich noch nicht so lange dabei. Bruder, ich hab das seit 10 Jahren. Ja, das wollte ich sagen. Ich diesen Skin drin. Länger sogar. Ich habe vor Streaming Minecraft gespielt, glaube ich. Das ist so der Madpack-Skin auch in alles. Ja, das ist so, ich habe damit alles gemacht. Das wäre so, als würde Basti jetzt... Also ich meine, ich glaube, du hast den Skin, wo du... Also du hast ja nicht mehr den du bei Varo hattest, oder? Was jetzt ja auch ein bisschen durchgewachsen. Also ich hatte diesen Skin habe ich seit 12 Jahren. Ich habe nur die Augen. Aber hast du nicht haben die nicht mal andere Klamotten an? Die Klamotten auf jeden Fall. Aber das Gesicht, ja, das meine ich. Ja. Diesen Skin auch mit diesem Pixelfehler. Also mit... Oh mein Gott, das kann ich nie... Oh mein Gott, das ist noch einer. Digga, das ist mir noch nie aufgefallen. Junge, oh mein Gott, fuck mich das ab. Guck mal, auf meinem linkes Auge, da ist ein Pixel so ein bisschen dunkler. Ich habe damals ein bisschen angefangen zu shaden und es irgendwie nicht weiter durchgezogen. Digga, du willst mir sagen, ein Auge von den beiden ist dunkler? Nein, da drüber. Warte mal, ist nicht auch das eine hier weiß und das andere ist grau? Oder sieht das gerade nur so bei mir aus? Das sieht nur bei dir so aus. Sieht das noch irgendwer? Bro, das linke Auge ist weiß und das rechte ist grau. Und dann, oh mein Gott, und die Haare sind ja über... Jetzt check, du meinst die Haare, oder? Es ist alles so... Aber auch die Haare, guck mal, die Haare sind so... Die wackeln so und dann ist da einfach so blockblau, Digga. Ja, aber das macht's halt so schön. So, ich bin halt nicht perfekt, aber guck mal über meine Augen. Guck mal genau den Pixel über meinen Augen. Oh mein Gott, ich sehe es, diesen da. Auf der rechten Seite, ne? Ja. Oh mein Gott, Digga, Junge, das sieht aus, als hättest du jetzt so einen Pickel oder so. Bruder, warum sagst du das? Oh, ich hoffe, zum Glück vergesse ich das wieder. Ja. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich vergesse ich das und dann ist mir mitten im Satz eingefallen, dass ich es zu 100% vergessen werde. Deswegen, alles gut. Ja, aber so ist es halt. Und so ist es halt bei dir auch. Man sollte so eine Sachen nicht verändern. Ich glaube auch. Broski, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Hau den Enderdrachen auseinander. Wir sterben uns in der neuen Minecraft Challenge. Den Anzeigen Hauptmeister. Yo. Hau den Enderdrachen zusammen. Nee, ich such Strongholds, Bro. Seltene Sachen suchen. Ah, stimmt. Du brauchst 5 Enderperlen, ne? Ich hab ein bisschen reingeguckt gestern. 5 Enderaugen, yo. Ich hab 70, jetzt ungefähr 70. Hatte Rekord war gestern 4 Ei. Warte mal, kurze Frage, Basti. Ja. Bevor du gehst, eine Sache habe ich noch. Ist das eine Sache, die... Aha!
Das ist nicht der Fall bei diesem Kissen hier, oder? Nee, aber die Kissen haben die richtigen Pixel auf den Haaren. Ja, hier finde ich... Und nee, an der Seite ist auch, Bro. Schau. Also hier vorne ist der hier fehlt. Aber, warte, wo war er? Irgendwo hier. Ja, gut, das bei dem Grau. Hier, ja. Hab ich gerade eingesehen. Hier. Stimmt, der ist wirklich dunkler, ja. Details. Das war ein geiles Kuschel mich. Drück mich. Hab mich lieb. Ja, mach ich. Ich muss jeden Tag gedrückt werden. Digga, Bro, denk dir, ist Tamagotchi, Alter. Alright, Bro, viel Erfolg. Ich danke dir, viel Spaß beim Stream, Kevin. Ciao, ciao.